Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports aus der wunderschönen Eifel. Da hinten ist die Nürburg, da ist die Nordschleife, da ist überall die Nordschleife und da ist das Auto, mit dem wir die Nordschleife heute bezwingen wollen und werden. Yes! Porsche Cayman 718 GT4 RS und zwar mit Mantai-Paket. MR ist das Kürzel für Mantai Racing. Das macht dieses Auto zu einem sehr, sehr krassen Auto. Also erstmal ein GT4 RS ist ja schon mal krass, weil er hat 500 PS, er hat den GT3 Motor hinten drin, 450 Newtonmeter Drehmoment, 3,4 Sekunden von 0 auf 100, 315 km/h Spitze. Das Auto ist einfach nur ein absoluter Schreihals, dreht bis 9000 Touren. Ab und zu werdet ihr das hier wahrscheinlich hören, die auf der Döttinger Höhe vorbeiballern. Das werden wir gleich mit diesem Auto machen. Das Auto ist wirklich, heute Morgen hat mich jemand angesprochen, so, ja, das ist ja schon ein krasses Auto, Matthias, oder? Da habe ich gesagt, das, mein Lieber, das ist kein krasses Auto. Das hier ist ultra ernst. Das ist kein Spielzeug, das ist ein Tool. Das musst du dir zusammenbauen und kaufen, wenn du auf der Nordschleife oder auf irgendeinem anderen Trackday liefern willst, und zwar Runde für Runde für Runde. Dieses Gerät wird niemals schlapp machen. Warum das so ist, erkläre ich euch im Laufe dieses Videos. Was wird noch passieren? Also wir fahren auf die Nordschleife, wir werden das aber nicht alleine tun. Wir werden Jupp Philipp, das ist der Besitzer und Chef von Fortis Watches, den werden wir auf den Beifahrersitz packen und mal gucken, ob er dann immer noch so gut drauf ist. Lasst es mich mal so sagen, ja? Weil der fährt zwar auch Porsche, aber aktuell glaube ich ein Panamera und er weiß nicht, was auf der Nordschleife los ist. Wir haben heute einen Mantai Racing Day, das ist sehr, sehr passend. Wir werden richtig, richtig Kasala machen, richtig volle Kapelle und er kennt sich mit Autos aus, er liebt Autos, er liebt Speed und so weiter und so fort, aber das, was er heute erleben wird, das hat er definitiv noch nicht erlebt, deswegen darauf können wir, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein, wie er darauf reagieren wird. Jetzt einmal ganz kurz zu diesem Auto. Also 500 PS, GT3 Motor hinten drin. Das Auto hat ein Weissach-Paket und es hat das Mantai Racing Kit. Was bedeutet das? Startpreis vom GT4 RS sind 140.000 Euro. Fairer Preis für 500 PS, finde ich, ganz ehrlich. Aber wir haben hier das Weissach-Paket montiert, was unter anderem bedeutet, dass wir 15.000 Euro extra auf den Tisch legen müssen. Magnesium-Schmiederäder auch 15.000 Euro extra. Dann haben wir Carbon-Keramik-Bremsen für nochmal 8.000 Euro. Und dann haben wir das Mantai Racing Kit. Das Mantai Racing Kit kostet nochmal, ziemlich windig heute, sorry für, wenn es irgendwie mal raschelt. Das Mantai Racing Kit kostet nochmal on top 42.000 Euro. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Extras, die im Zusammenhang mit dem Mantai Racing Kit nochmal extra bezahlt werden müssen. Das sind nochmal so um die 10.000 Euro. Also, normales Auto, 140, mit den ganzen Extras, Weissach-Paket und so weiter und so fort, fast 190.000 Euro. Dann 40.000 Euro fürs Mantai Kit und nochmal 10 für ein paar Extras. Sind wir bei 240.000. Jetzt gehen wir einmal die Details durch. Was hat das Mantai Racing Kit alles inklusive? Also, Carbon-Motorhaube ist natürlich Weissach-Paket, logischerweise. Dann fangen wir hier unten an. Da haben wir ein paar kleine Flaps. Dann haben wir hier neue Air Curtains mit einem Rathaus-Gurney, so heißt das. Umspielt schön dieses Rad hier, sorgt dafür, dass es weniger Luftverwirbelungen hat. Dann haben wir hier unten am Unterboden ein Carbon-Unterboden mit so Finnen dran, damit das Auto quasi fahrbarer wird. Ein bisschen besser läuft, ein bisschen schöner einfach fahrbar ist. Das ist der Grund, warum du dir ein Mantai-Kit holst, weil das Auto einfach viel, viel besser fahrbar ist. Dann haben wir natürlich ein extra Fahrwerk von Mantai Racing. Kannst du auch einzeln haben, aber macht eigentlich mehr Sinn, wenn du alles miteinander komponierst, möchte ich mal sagen. Fahrwerk ist ultra krass. Ist auf der Straße, ich bin daher gefahren, wirklich sehr, sehr gut fahrbar. Das ist natürlich ne, dieser hier auf der Autobahn. Und ab und zu im Stadtverkehr, wenn du über so eine Verwerfung fährst, da kann man sich schon mal auch mal einen Wirbel brechen.
Also es ist jetzt nicht unkomfortabel, aber man muss wissen, das ist ein richtig krasses Fahrwerk. Dann haben wir andere Bremsbeläge, Rennbremsbeläge, und die Leitungen zu den Bremsen hin sind mit Stahl verstärkt, damit sie auch bei hohen Temperaturen einfach immer abliefern, natürlich vorne und hinten. Die Louvers hier sind Bestandteil des Weißach-Pakets. Hier haben wir allerdings nochmal für 3.500 Euro das Ganze in Sichtcarbon. Das ist normalerweise in so einem ganz normalen Plastik gehalten. Sichtcarbon nochmal 3.500 Euro extra. Leider, leider. So, hier hinten Bremse natürlich auch. Dann haben wir hier diese schönen Discs. Ich finde, dass wenn du das siehst, denkst du immer so, ja, das ist irgendwie, sieht das so ein bisschen fisselig aus. Aber ich ziehe jetzt hier mal richtig, richtig kräftig dran und guck mal, das ist ein Millimeter oder zwei, den ich da wegbewegt. Und das ist, ich wende wirklich eine sehr, sehr große Kraft auf. Diese Teile hier sind ultra fest. Was machen die? Sie sorgen dafür, dass hier weniger Luftverwirbelungen sind und somit auch am Heck weniger Luftverwirbelungen. Das bedeutet, das Auto geht besser durch den Wind durch. Das hier allerdings, auch Bestandteil des Manta Racing Kits, das bedeutet, dass er ein bisschen schlechter durch den Wind geht, weil wir wollen natürlich Anpressdruck. Normaler GT4 S hat 89 Kilo Anpressdruck an der Hinterachse. Der hier hat 169 Kilo in Stufe 4, also in der Stufe, wo wir jetzt gerade unterwegs sind. Was bedeutet, dass das Auto einfach mit dem Heck durch die Luft, die bei 200 km/h sind, die 169 Kilo, wirklich runter auf den Boden gepresst wird, und bei so Kurven, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Bell of S oder sowas, Flugplatz, da wird das Ding richtig hinten auf den Boden gepresst und sorgt einfach dafür, dass der niemals irgendwie hinten auskeilt. Ein kleines Ding hier hinten, haben wir so einen kleinen Heckspoiler, und auf diesem Heckspoiler haben wir diese kleine Spoilerlippe montiert. Das ist wieder Manta Racing. Das graue hier ist Porsche, das hier ist Manta Racing, kostet auch nochmal, ich glaube, auch noch mal fast 3.000 Euro das Ding. Sorgt aber in Verbindung mit diesem Flügel dazu, dass wir noch mal 4% mehr Abtrieb haben. Dieses kleine Ding hier hinten, das ist richtig, richtig geisteskrank. So, habe ich alles gehabt? Ich glaube ja. Nein, ich habe nicht alles gehabt. Dieser Flügel bietet wesentlich mehr Abtrieb, ne? Also deswegen musste Manta etwas verstärken. Weil der Flügel wirklich so krass darunter, jetzt habe ich es wieder runtergedrückt, ich Auto. Weil dieser Flügel wirklich so krass runterdrückt, musste hier unten, da wo das Teil quasi aufliegt, hier eine Verstärkung her aus Carbon. Diese Verstärkung hier aus Carbon sorgt dafür, dass quasi hier nichts kaputt gedrückt wird durch die Kraft, die dieser Heckflügel hier generiert. Ist das nicht geil, Leute? Ultra geil. Also, das Fahrzeug insgesamt jetzt 240.000 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld, aber es ist wirklich ein Tool. Und das ist auch was wieder, was uns mit Fortis verbindet. Die machen auch Toolwatches. Das ist keine Uhr irgendwie, die du zum Anzug trägst, sondern das ist, die ziehst du immer an zum Arbeiten. Wenn da ein Kratzer reinkommt, dann ist da ein Kratzer drin. Ich habe schon mal gesagt, seit ich diese Uhr habe, habe ich nicht Angst, dass meine Uhr verkratzt, sondern ich habe Angst tatsächlich, dass ich mit der Uhr das Auto verkratze. Das ist wirklich, das hat sich komplett umgedreht. Also normaler GT4 RS braucht auf der Nordschleife 7 Minuten 09,3, also 7 Minuten 9 Sekunden. Ja? Ein GT3 braucht 6,59, also um die 3 Sekunden langsamer. Ein GT3, ja? Gleicher Motor, 911er. Das Auto ist ultra nah beieinander. So, und jetzt kommen wir zu der Zeit, die der GT3 RS macht, 6,49. Und der hier braucht 6,03. Also 13 Sekunden nur langsamer als ein GT3 RS. Und ein GT3 RS, wissen wir alle, kostet mit ein bisschen Ausstattung, Weißach-Paket und so weiter und so fort auch 320.000 Euro. Das sind nochmal 100.000 Euro mehr. Und ich bin 13 Sekunden langsamer mit dem hier, der 100.000 Euro weniger kostet. Also ich sag mal so, das hier ist das perfekte Tool. So, und jetzt gehen wir den Jupp abholen. Bin sehr gespannt, er weiß nicht, was wir für ein Auto dabei haben. Bin sehr gespannt, was er sagt. Und ich bin noch mehr gespannt darauf, was er sagt, wenn wir fahren. Los geht's. Oh nee, warte. Wir müssen ja noch einmal muss ich euch was zeigen. Auch daran sieht man, wie ernst dieses Auto ist. Komm mal, hier. Guck mal da rein. Siehst du das hier? Was ist denn da? Ein Display. Da ist kein Display. Ach so, das sah da ist kein Display. Und das bedeutet nichts anderes, als dass hier keine Musikanlage drin ist, keine Boxen, kein Navi, nichts. Nur die Klimaanlage und hier ein riesengroßes Ablagefach. Daran sieht man, wie ernst dieses Auto ist. Und jetzt zünden wir den mal. Ja? Was sagst du, Chris? Sehr, sehr geil. Ist gut? Ja.
Es ist so krass, wie dieses Auto am Gas hängt. Ich mache hier nur minimale Fußbewegung und das Ding macht sofort Han, Han, Han. 9000 Touren, Drehzahlbegrenzer. Jetzt haben wir noch eine Sache. Haben wir schon beim Spider gemacht. Hier ist die Ansaugung. Hier zieht er die Luft. Ja? Ich halte jetzt einmal den Zettel davor. Wir gucken mal, was passiert. Ist das geil? Ja. Und da kommen Geräusche raus, Leute. Das ist unfassbar. Also los geht's. Wir holen den Jupp. Das schon anhört, ey. Wir sind übrigens die Ersten, die dieses Auto überhaupt filmen. Es ist tatsächlich so, Leute. Das hat mir Porsche so en passant gesagt. Die meinen so, ja, und übrigens bist du der Erste, der damit so richtig fährt. Also, in einem Video, ne? Logischerweise. Das waren nicht ganz 9000, aber fast. Junge, das ist so ein brutales Gerät. Wir haben die Nordschleife nicht für uns, aber es ist sehr, sehr wenig los und können dort jetzt gleich richtig Attacke machen. Bin ultra gespannt. Ne, du weißt ja nie, der Jupp ist ein Aficionado, was Autos und Uhren anbetrifft. Aber wie sehr der das feiern wird, wie sehr der abgehen wird, das können wir ja nicht vorhersehen. Ne? Also ich meine, kann sein, dass er, ja, schön, nice. Oder es kann sein, dass er mega Angst kriegt oder dass er einfach nur sich kaputt lacht und sich die ganze Zeit durchfreut. Alles ist möglich. Ich werde mich auf jeden Fall freuen, das steht fest, weil das ist ein Tool hier mit 500 Pferdchen, das alles, aber wirklich alles zu spät ist. Wir können unlimited fahren. Also Tank leer fahren, wieder auffüllen, Tank leer fahren, wieder auffüllen. Wir haben einfach Zeit ohne Ende und Strecke ohne Ende. Und Wetter ohne Ende. Junge, wie kann das? Wetter kann nicht mehr besser sein. Wird sich Jupp in die Hose machen? Ja oder nein? Kannst du dir grob vorstellen, womit der Herr Malmedy hier gleich hier ankommt? Ich habe keine Ahnung. Aber es wird ein Riesending draus gemacht, von dem gehe ich davon aus, dass das cool ist. So, ich bin sehr gespannt, was er sagt. Ist er begeistert? Oder ist er eher so, ja, okay, Matthias. Eigentlich, Junge, GT4 S ist einfach die Macht. Oh. Kann was. Mahlzeit. Geh einmal nach hinten, bitte. Jawohl. Ach, herrlich. Sehr schön. Geile Sache. Mahlzeit. Respekt. Also, GT4 S. Und zwar mit dem Manta Racing Kit. Okay. Was bedeutet, dass wir mehr Aero haben, mehr Bremse, mehr von allem, was die Performance verbessert. Okay. Das Auto ist auf der Nordschleife. Ein GT2 S hast du wahrscheinlich heute schon ein paar Mal gesehen. Hab mal ein paar Mal hier rumfahren sehen. Genau. Ja. GT3 S ist exakt 13 Sekunden langsamer als dieser Kollege hier, okay, auf der Nordschleife. Okay. Also das ist kein kleines Auto, was irgendwie für Mädchen gemacht ist, sondern das ist richtig böse, richtig ernst. Genau. Eigentlich wollte ich dich als erstes fragen, warum du dieses Auto ausgesucht hast, aber eigentlich hat sich die Antwort schon erübrigt. Richtig. Ja, wollen wir eine Runde fahren? Ja, logisch. Wir fahren erst eine Runde Landstraße, würde ich sagen. Dann gehen wir mal so Richtung Nordschleife. Okay. Ich habe so ein bisschen Q&A vorbereitet. Okay. Und dann werden wir auf die Nordschleife gehen. Wie sehr bist du aufgeregt? Sag mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ja, schon ein bisschen. Ja, schon? Doch. Wegen des Fahrens? Bist du ein schlechter Beifahrer? Ich bin total beschiss. Also meine Frau behauptet, ich wäre der Schlechteste, den es gibt. Ja, da gibt es auch Leute, die das über mich sagen. Aber ich sehe das eigentlich ganz anders. Ich sage einfach nur, was mir nicht passt. Das ist ja legitim, ne? Aber du hast jetzt keine richtige Angst, sondern irgendwie Respekt? Nein, Angst habe ich nicht. Also ich war ja auch schon mal auf der Rennstrecke. Ist ja nicht so, dass aber nicht auf der Nordschleife. Auf der Nordschleife war ich noch nie. Von dem habe ich keine Ahnung, was auf mich kommt. Du hast wirklich keine Ahnung, wenn du noch nicht auf der Nordschleife warst. Aber ich habe ein gewisses Urvertrauen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass du weißt, was du tust. Ja, also ich will auch heute Abend wieder ganz normal ins Bett gehen, ohne Verbände, ohne Pflaster und das so. Bin deswegen, ich mir ziemlich sicher. Von dem Sinn, glaube ich, wird Spaß, ja. Spaß. Es wird Spaß. Ja. Bisschen Uhrentalk gibt es auch. Absolut. Was hast du eigentlich dran? Ich habe heute unsere Tauchuhr, eine Marine Master. Geil. Die gibt es ja auch mit so einem blauen Band, ne?
Die gibt es mit ganz vielen Farben. Ich stehe ja so ein bisschen Orange, auf Blau, Jo. Du bist der blaue Typ? Ja, ich bin eher so ein blauer Typ. Oh. Du trägst das locker, ne? Ich trage das immer relativ fest. Ich trage es sehr locker, weil ich das nicht mag, wenn es mich einengt. Okay. Von dem Sinn. Gut. Einsteigen. Einsteigen. Gegenlenken. Ich bin sehr gespannt, wie du da drin sitzt. Du bist wie viel? Was? Ich bin 1,96. 1,96. Richtig. Geht das? Und mein Arsch ist ganz breit. Der Arsch ist breit? Ja, das geht. Der Kopf schon. Ist lang? Nein, das geht. Easy. Du bist gut eingeschaltet, oder? Ich bin sehr gut eingeschaltet. Lasset die Spiele beginnen. Dann erzählen wir mal, was an dem Auto ist. Also wir haben einen 4 Liter Boxermotor mit 6 Zylindern hinten drin. Mhm. So wie er jetzt ist, ist er auch im normalen GT3 drin. Okay. Und das ist halt Wahnsinn, so einen großen Motor in dieses kleine Auto reinzupflanzen. Mhm. Alleine das zu machen, das zu schaffen und dann damit zu fahren. Weil großer Motor in kleinem Auto, immer eine gute Kombination. 1415 Kilo nach DIN. Mhm. Wiegen wir mit dir jetzt noch ein bisschen mehr und mit mir, aber das macht nichts. Aber er hat auch Automatikschaltung. Er hat Automatikschaltung, die wir hier an dem Pedals halt bedienen können. Mhm. Kann aber auch hier plus minus, geht okay, auch. Okay. Ich mache aber lieber am Lenkradl. Na, ich bin gespannt. Also, ich bin ja technisch total unversiert. Also ich mag schöne Autos. Ja. Ja, ich mag schnelle Autos. Du fährst auch gerne schnell, habe ich mir sagen lassen. Ich fahre auch gerne schnell. Zügig, sagen wir mal so. Ja, zügig, so wie es halt erlaubt ist. Aber ne? Technisch, was da drin ist. Ich weiß, die einzelnen Fachwörter weiß ich schon, aber ganz ehrlich, das wirklich mitreden kann ich nicht. Ich glaube, wir werden heute nicht so viel zum Reden kommen, weil auf der Nordschleife sind die Fahreindrücke. Das befürchte ich fast, dass ich in Wahrheit nur stillschweigend neben dir sitze. Hoffentlich grinsend und nicht weinend. Wirklich, das Auto ist eine richtige, ernstzunehmende. Ich hab Tool gesagt. Ja, ja. Und da haben wir ja was mit den Uhren gemeinsam. Richtig. Das sind auch Tool-Watches. Absolut. Und das hier ist ein richtiges Tool, um damit auf einem Trackday den ganzen Tag, ohne dass das Auto einmal einknickt, abzuliefern. Alles und zwar klar. Wirklich Hardcore. Also nichts zum Einkaufen fahren. Nichts. Du kannst mir doch einkaufen. Wir haben nach vorne einen Kofferraum, wir haben hinten einen Kofferraum. Du hast hier rein theoretisch Platz, wenn du alleine einkaufen gehst. Also es ist schon auch praktisch. Und ich glaube, du merkst, dass das jetzt auch nicht besonders hart. Also natürlich ist er hart. Aber das ist jetzt keine Schleuder, wo du dir den Rücken brichst. Ja. Also, sag gerne deine Meinung, ne? Ich habe nicht besonders viel Vergleiche, von dem Sinn könnte ich es nicht beurteilen. Du fährst Panamera gerade, ne? Ich fahre Panamera. Ich bin einmal mal zum Spaß mal einen Tag Lamborghini gefahren. Das war komplett Katastrophe. Weil? Weil das nicht zum Sitzen war, das blöde Ding. Ist das hier zum Sitzen? Das ist eigentlich gut. Ich meine, ich würde jetzt hier nicht 8 Stunden irgendwie fahren wollen damit. Ja. Aber es ist auf jeden Fall viel bequemer als dieser Lamborghini. Weil da waren die Sitze innen so schmal, dass du eigentlich mit dem Hintern nicht den Sitz wirklich berührt hast. Ja, das war dann eher unbequem. Und ich fand ihn zum Fahren auch nicht. Da musste ich erstmal in München aus der Stadt raus und das fand ich irgendwie total scheiße. Also auf der Autobahn hat es Spaß gemacht, okay. Auf der Landstraße. Ja. Aber ja. Ansonsten, aber bei Porsche weißt du, das geht auch mal schön gemütlich im Stop-and-Go-Verkehr. Ne? Was hast du für ein Panamera? Ich habe einen GTS. Ah, dann ist dir das Thema Sound ja nicht fern. Nein. Sage ich jetzt mal so. Richtig. Also, so muss es doch klingen, oder? So muss es doch klingen. Ja, wir sind noch auf der Landstraße, deswegen lassen wir es ein bisschen ruhig angehen. Genau. Wir dürfen hier nicht zu viel Lärm machen. Einmal werde ich dir das jetzt vorher zeigen, bevor wir auf die Nordschleife gehen, weil das muss man einmal gehört haben. Das ist eines der faszinierendsten Sachen an diesem Auto. Der dreht 9000 Touren. Boah. 9000? Ja. Und das ist ein Orchester, was da abgeht, dass alles zu spät ist. Wirklich, es ist geisteskrank. Jetzt müssen wir eine Geschichte noch erzählen, wie ich zu euch gekommen bin. Richtig, genau. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Die Idee war von Andreas, das ist unser Marketingchef. Ja. Und du hast ja mal mit dem Nico Niebergeil was gemacht. Genau. Richtig, und die Niebergeil. Das sind die Bekloppten, die übrigens, da schließt sich schon wieder ein Kreis, ein Rennen gemacht haben. Das sind die bekloppten Flieger, die in Mendig stationiert sind. Und mit diesem Auto hier, mit dem GT4 S, haben wir
ein Rennen gegen diese Fliegerjungs gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt und die hatten natürlich diese geilen Fortis-Wecker am Arm. Und da habe ich gesagt, Junge, ja, Und der Nico hat es offensichtlich dann zu euch getragen. Ja, irgendwie so war das auf jeden Fall. Wir machen halt hauptsächlich Piloten. Also ich hauptsächlich, ja, wir machen unter anderem Pilotenuhren. Ja, ich bin auch ein Pilot. Bist auch Pilot irgendwie. Und von dem Sinn, Nico hat uns das so den Kontakt hergestellt, glaube ich. Genau. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, nee, eigentlich eine geile Sache, weil ich muss schon sagen, ich bin sehr, sehr, wir machen relativ wenig, sage ich mal, mit Markenbotschaftern, ja. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten wahnsinnige Tiefen sind und wahnsinnig mühsam und wahnsinnig viel Geld wollen. Und kannst du bitte ganz kurz sagen, dass ich das alles nicht will? Genau. Und deswegen, sage ich mal, am Schluss wollen sie nur Kohle und das Produkt ist ihnen scheißegal. Ja, okay, das geht nicht. Und da habe ich gesagt, schau, geile Idee mit dem Matthias, aber ich will den erstmal kennenlernen und er muss mich kennenlernen und entweder verstehen wir uns oder wir verstehen uns nicht. Genau, und dann haben wir uns kennengelernt, wir haben uns verstanden, auch richtig, so genau. Teilweise so ein bisschen über die Autoschiene, aber auch vor allen Dingen über die Uhrenschiene. Ja. Und da ist wirklich ist auch eine wahre Geschichte. Meine allererste mechanische Uhr war eine Fortis. Das hat mir gefallen. Und das war, als ich die Anfrage gelesen habe, dachte ich so, ja natürlich, besser geht es gar nicht. Absolut. Die habe ich von meinem Kumpel Norbert abgekauft. Der hat die damals gebraucht gekauft. Ich habe sie von ihm gebraucht gekauft. Und das war eine ganz einfache Fortis Flieger. Das ist eine alte Flieger, ja. Die jetzt revidiert wurde bei euch im Haus. Also genau. Ich liebe einfach nur, ziehe ich auch ab und zu an. Aber das hier ist mein Daily Banger, Beater oder wie man das auch immer nennt. Und das ist wirklich, ich liebe Uhren. Ich liebe das Mechanische daran. Deswegen liebe ich auch Motoren. Das ist auch eine Parallele, die da irgendwie ist. Alles, was Brumm macht und tick, tick, macht es gut. Genau. Und alle Autoleute lieben auch Uhren. Das ist halt ja, auch nur mal ein Fakt. Das ist die Faszination Mechanik. Genau. Ja. Das ist es, ne? Ja, schön. Ja, schön. Das wird gleich noch viel schöner. Jetzt fahren wir mal auf die Schleife. Oder wollen wir vorher noch einen kleinen Q&A machen? Also, ich habe jetzt hier meinen Hilfszettel. Wir haben tatsächlich jemanden, der diesen Dreh so ein bisschen vorbereitet hat diesmal. Richtig, weil ich habe den lieben Andreas bei uns in der Firma und wir machen in allen unseren Talks, also jemand, der jetzt weiter interessiert, gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Okay, das solltet ihr dringend tun, weil dann habt ihr die Chance auf diese Uhr. Genau, richtig. Wer unseren YouTube-Kanal oder sonstige Sozialmedienkanäle abonniert, am Ende des Jahres wird deine Uhr verlost. Genau. Also, quick round. Velvet, Orchid oder Lila? Velvet, Orchid. Alles klar. Benzin oder Elektro? Benzin. Sportwagen oder SUV? Sportwagen. Automatik oder Handschaltung? Schwer, gell? Automatik. Jetzt werden alle ausrasten. Hätte ich aber auch gesagt. Mechanische Uhr oder Smartwatch? Ja, natürlich mechanische Uhr. Ohne Quatsch, da muss ich was dazu sagen, weil ich habe so eine Smartwatch auch, aber die habe ich mir wirklich nur fürs Laufen gekauft. Weil ich einfach will, Puls und so, Zeiten und so weiter und so fort. Ja. Da will ich einfach das ein bisschen gecheckt haben, ein bisschen gucken, ne, wie entwickelt man sich, wie ist der Trainingsstand und so weiter und so fort. Aber ansonsten, ich würde niemals, niemals mit so einer Smartwatch irgendwo rumlaufen. Formel 1 oder Rallye? Rallye. Nordschleife bei Sonnenaufgang oder bei Nacht? Sonnenaufgang. Grandios, wenn die Sonne so tief langsam hochkommt, die Nacht geht langsam nach Hause und der Tag kommt. Grandios. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Rennstrecke oder Autobahn? Rennstrecke. Schnelligkeit oder Komfort? Schnelligkeit. Alleine fahren oder mit Beifahrer? Lieber mit Beifahrer. Ja, ich auch. Trackday oder Roadtrip? Trackday. Höchstgeschwindigkeit oder Beschleunigung? Beschleunigung. Okay. Ganz sicher. Ist bei mir auch so. Kurven oder Geraden? Kurven. Ja. Obwohl es eine richtig geile Gerade ist. Also ist beides, ja, bei sehr vielen Fragen ist beides sehr, sehr geil. Nein, aber ich darf hier nichts ausformulieren. Ich bin voll auf Kurven. Pferdestärken oder Drehmoment? Alltag Drehmoment. Und ich sage jetzt mal, vorher waren viele Sachen, die ich immer nur auf Spaß bezogen habe und den Alltag weggelassen habe, zum Beispiel Sportwagen oder SUV. Im Alltag viel lieber SUV. Mhm. Bei Automatik habe ich mich für Automatik entschieden, weil schneller. Okay. Natürlich liebe ich handgerissene Autos. Gar keine Frage. Ja. Okay, weiter. Also letzte und sie muss nicht politisch korrekt
beantwortet werden. Okay. Hochleistung oder Nachhaltigkeit? Hochleistung. Ganz, ganz safe. Absolut. Weil man muss wirklich das auch mal einordnen. Ne? Das hier ist ein Auto für einen Trackday. Und ich habe verbraucht auf dem Weg zur Nordschleife 12 Liter im Durchschnitt. Was vollkommen okay ist. Es werden das ist 13. Nicht, das ist nicht hoch. Nein, es werden 13 Liter sein. Wenn du ein bisschen Spaß hast. Ja. Und jetzt auf der Nordschleife oder wenn du wirklich Attacke machst auf der Autobahn, werden es 16 sein, ungefähr. Okay. Und man muss dazu wissen, so ein Auto wird im Jahr zwischen 3.000 und 5.000 Kilometern bewegt. Ja? Und diese Autos, das sind keine Benutzsachen, die werden einfach nie weggeschmissen. So ein Auto wird es immer geben. Wenn der nicht verunfallt, richtig. Und das hoffen wir, dass er das niemals tut, wird dieses Auto forever, ever, ever, ever auf der Welt sein. Richtig. Und das ist eine andere Art von Nachhaltigkeit. Jetzt wird so abartig. Ich hätte jetzt gern so einen Halterring. Brauchst du nicht. Halt dich bitte nicht an der blauen Schlaufe fest. Ah ja, die sind zu öffnen. Das ist der Türöffner. Okay. Bist du nervös beim Fahren? Ja. Also beim Fahren sicher nicht, aber vorher schon. Okay, also. Weil es ist halt einfach Sport, der nicht ganz ungefährlich ist. Und da musst du einfach 100% da sein. Du kannst nicht an andere Sachen denken, was gut ist, weil es das Gehirn frei bläst. Wenn du auf der Strecke bist, du wirst an nichts anderes denken als das, was du gerade machst. Und ja, ist einfach ist das Schönste, was man im Auto machen kann. Jetzt hör dir das an, was jetzt passiert. Geil. Oh, der ist richtig schnell, der ist richtig schnell. GT3 RS. Ja? Wollen wir? Das war GT3 RS, GT3, wieder ein GT3 RS. Noch ein GT3 RS. Junge, wie viele GT3 RS wollt ihr haben? Die Porsche-Dichte ist relativ hoch hier. Ja. Ja, es gibt nur Porsche heute. Es darf nichts anderes drauf. Dann ja? Liegt es wohl daran. Genau. Also, dann schade auch. Komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer, gell? Nein, wir fahren okay. Jetzt. Okay. Dann wollen wir mal. Wir fangen mal langsam an, ne? Mach mal, ist vielleicht besser. Super. Ja, also gefällt's dir? Aber du musst, ja, großartig, aber du musst die Strecke schon kennen, oder? Die Strecke. Also, das ist das erste Mal, dass ich so mache. Also. Die Strecke muss man kennen, ja. Du kannst ruhig schon mal kommentieren. Das ist großartig. Ist lustig, weil wenn du keine Renngold mehr hast, dann hebst du dich halt auch wirklich raus, gell? Bevor ich dich abgeholt habe, habe ich gesagt, ja, bin mal sehr gespannt, wie der Jupp so reagiert. Ob er die ganze Zeit grinst oder ob er irgendwie weint oder ob er Angst hat oder sowas. Wie ist dein Gefühl jetzt gerade? Ich glaube, bei der zweiten Runde wird es anders, weil jetzt schaue ich gerade noch auf die Kurve, was kommt auf mich zu. Ich habe ja keine Ahnung, was hinter der Kurve ist. Ja. Das ist die Fuchsröhre übrigens. Die wird in der zweiten Runde sehr, sehr lustig werden. Aber es hebt einen ganz schön raus und rein hier. Also, ja. Und man kann sich ja nirgendwo festhalten. Das musst du auch nicht. Du hast ja Körperspannung. Also eine irre Strecke. Wie bitte? Die Strecke ist schon irre. Die Strecke ist so geil. Das ist die schönste Strecke der Welt. Also ein paar Rennstrecken habe ich schon gesehen, aber das ist geil. Also wir fahren jetzt gerade uns so ein bisschen warm, also ja. Uns und die Reifen auch. Ja. Aber was man jetzt schon merkt ist, dass das Auto ultra sauber fährt. Ja, also du hast oftmals bei Autos, die hier über diese Bodenwellen drüber gehen und so, ja. Hast du das Gefühl, dass die so bumpy sind und okay. So hin und her springen und so. Das hat der gar nicht. Ultra ruhig. Was mich extrem begeistert ist, wie das Auto vorne an der Lenkung hängt. Also du hast wirklich das Gefühl, dass du jederzeit noch nachkorrigieren kannst. Klar, wenn du im Limit bist, kannst du das nicht mehr. Ja. Aber es ist ultra präzise. Das Auto fährt so zackig. Guck mir, wie sich das hier bewegt. Das ist unfassbar. Man merkt, dass es sehr gut liegt. Also das schon. So. Die Reifen sind langsam da. In der Kurve ist der Niki Lauda verunglückt. Ah, hier? Ja, in dem schnellen Linksknick. Also die Kurve geht normalerweise
normalerweise, also geht mit vielen Autos voll. In der ersten Runde traue ich mich das immer nicht, die voll zu nehmen. Aber sie geht tatsächlich voll. Die war nicht voll. Nee, die war nicht voll. Ich habe einmal kurz gelupft. Jetzt kommt die beste Stelle. Das ist aber holprig. Das ist das Karussell. Jetzt kommen wir gleich zum höchsten Punkt der Strecke. Das ist die hohe 8 hier oben. Der Höhenunterschied zum tiefsten Punkt sind 300 Meter. Ah ja? Bremst mit, merke ich. Ein bisschen. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle, Wippermann. Also ich halte mich mit den Füßen fest, sagen wir mal so. Kurze Sprungkuppe. Pflanzgarten 1 war das. Und Jupp, wie geht's dir? Eigentlich ganz gut, überraschenderweise. Hast du Spaß? Ja, definitiv. Wirklich? Ja. Also hängen wir noch eine Runde dran? Ja, natürlich hängen wir noch eine Runde dran. So, und jetzt kommen wir auf die Döttinger Höhe. Bin sehr gespannt. Ja, bin ich jetzt auch gespannt. Magnesiumfelgen, also da kann man auch mit drüber fahren, aber die Magnesiumfelgen alleine kosten 15.000 Euro extra. Okay, dann sparen wir uns lieber. Boah, das ist schon verdammt schnell. Junge, ist das geisteskrank. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich krass, die Bremse, ne, ist jetzt zweite Runde, ja. Und die Bremse ist wirklich hart rangenommen worden, aber es gibt gar keinen Verlust an der Bremskraft oder beim Pedalgefühl. Okay. Das ist unglaublich. So, jetzt lassen wir nicht mal schnell da vorbei. Ja. Kurze Runde, torken, weil es geht wirklich. Es ist unfassbar. Unterm Fahren geht es nicht. Es ist erstens zu laut. Ja, man hört, also ich verstehe dich fast gar nicht. Ja. Und man muss sich halt auch irgendwie konzentrieren, im Sitz zu bleiben. Gell? Also. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß macht dir das oder macht es dir auch Stress und du denkst dir so, irgendwie bin ich hier gerade irgendwie am falschen Ort? Ich glaube, ohne Stress wird es keinen Spaß machen. Von dem Sinn will ich jetzt hier eine klare 10 geben. Okay, sehr gut. Das reicht mir. Dann machen wir weiter, ja? Aber ich muss nicht noch schnell. Nein. Alles gut. Aber du hast keine Angst, oder? Nein. Kannst du dich schon an irgendeinen Streckenabschnitt wieder erinnern? Keine Ahnung, null. Keine Ahnung, wo wir sind. Wenn du mich jetzt hier rauslässt, ich finde nicht mehr nach Hause. Ja, ich auch nicht. Aber gut, wenn ich über die Strecke gehen würde, dann schon. Aber durch den Wald, glaube ich, würde ich es nicht finden. Aber da hier waren wir schon mal. Wie orgiastisch ist dieses Geräusch bitte? Das gibt es doch gar nicht, oder? Es ist großartig, wirklich. Also, ich spüre sogar, wie stabil dieses Auto liegt. Das ist unglaublich. Nix
Niki Lauda da vorne. Ja, hey, warte mal. Die Bremse ist wirklich, die Bremse ist sowas von grandios. Wie es einen da reindrückt. Das ist unnormal gut, wie ruhig dieses Auto liegt. Jetzt wirklich, egal was du nimmst, ob du den Motor nimmst, die Bremse, die Lenkung, das Fahrwerk, Junge, das ist einfach nur göttlich. Es ist wirklich, es gibt hier nichts, wo ich sagen würde, das würde ich gerne verändern. Es gibt so ein paar Momente, wo er so ein leichtes Untersteuern hat, wo ich gerne hätte, dass er noch ein bisschen geiler wirklich einlenkt im ersten Moment. Ja. Aber das ist ein Sicherheitsthema, glaube ich. Ja, das ist ja ein Presseauto und damit soll jeder quasi klarkommen. Ja, aber gibt's so ein Auto überhaupt, wo du sagst, das ist perfekt? Ja, oder ja, kann ja. Nicht jedes Auto. Das Auto kann perfekt werden, weil du kannst alles einstellen. Okay. Du kannst alles einstellen. So, vor uns da oben ist ein GT3 RS. Den werden wir jetzt mal versuchen einzuholen, würde ich sagen. Oder? Natürlich. Muss auch noch ein bisschen mehr rausquetschen hier aus unserem kleinen GT4S. Manta Racing. Also mein Rücken ist komplett durchgeschwitzt. Ja, mein auch. Komplett. Okay, GT3S kommt immer näher, beziehungsweise wir kommen immer näher. Langsam und dann bist du wirklich so viel schneller mit dem Auto hier. Nee, in dem Fall hat es jetzt damit zu tun, also rein theoretisch wäre das Auto vor uns schneller. Ja. Auf die gesamte Runde 13 Sekunden. Aber es ist so, dass wahrscheinlich der Kollege einfach vorne noch nicht so viel Fahrpraxis hat. Okay. Und deswegen nicht alles aus seinem GT3 RS rausholen kann. Ja? Verstehe. Aber es ist kein Problem, ne? Weil das Auto, also das Auto und das Auto, sind beide dafür gemacht, dass man auf solchen Trackdays halt an sich arbeiten kann. Und deswegen ist das natürlich vollkommen legitim, dass der Kollege das hier macht. Ja. Und einfach, ja, sich auf sein Auto einschießt. Werden wir den mal überholen. Machst du ihn nervös? Ich glaube, er hat mich noch nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Natürlich, ne, das in der Rennsituation macht dich das immer nervös. Ja. Wenn du siehst, okay, da kommt einer von hinten, der ist schneller. Machst einen Fehler. Wenn er sich langsam ransaugt, dann kannst du verteidigen. Aber wenn die jetzt so schnell kommen wie wir, dann brauchst du dich nicht zu verteidigen, weil du weißt, irgendwann wird er dich sowieso überholen. Wollen wir noch eine Runde? Boah, eine noch. Oder lieber nicht mehr? Komm, eine schafft man doch. Warum wird es schlecht? Also, nee, alles gut. Ich schwitze nur die Sau. Komm, eine Mama noch. Ist geil. Ist wirklich geil. Was ist deine normale Zeit auf der Runde? Keine Ahnung, weil ich normalerweise nur in den Touristenfahrten fahre. Ja, okay. Und da darf man keine Zeit messen. Was fährt da? Was würdest du schätzen? 7 Minuten hätte ich jetzt gesagt. Genau, 7 Minuten 03 ist das Auto, ist der Rekord von dem Auto. Also so schnell fährt Jörg Bergmeister mit dem Auto. Okay. Wir sind wahrscheinlich, weil wir haben ja ein bisschen rausgenommen zwischendrin auch, sind wir wahrscheinlich um die 8 gefahren. Eine der schönsten Stellen jetzt, finde ich. Da an diesen Bodenwellen merkst du halt einfach, wie das Auto arbeitet. Wie das Fahrwerk funktioniert, wie es immer den Kontakt quasi zur Straße hält. Ne? Der Reifen muss ja am Boden sein, sonst kann er weder lenken, noch Gas geben, noch bremsen. Deswegen ist das Wichtigste, dass halt einfach der Reifen immer auf den Boden gedrückt wird vom Fahrwerk. Hier in der Streckenabschnitt, das ist die Fuchsröhre, der ist komplett neu gemacht worden. Merkst du, wie weich und glatt das ist? Ne? Ja. Unten der tiefste Punkt, wo wir reingepresst werden. Es ist einfach die schönste Strecke der Welt. Es ist wirklich geil. Man hat eine gewisse Vorstellung, aber das ist so, wie hätte ich nicht gedacht. So, jetzt können wir den Helm mal wieder ausziehen. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Mein Helm ist
Man sieht es an meiner Glatze, glaube ich. Kannst du den Hammer zwischen deine Füße? Jawohl. Mach ich. Also das ist ein straßenfertiges, also ein straßenzugelassenes Rennauto. Das ist ja eh bei Porsche schon immer. Ja. Du verzeihst mir, wenn ich kurz meine Glatze poliere. Natürlich, natürlich. und das ist grandios. Also bei Porsche normal, du kannst mit jedem Porsche auf die Rennstrecke gehen und wirst da deinen Spaß haben. Mit Mantel-Kit ist der Spaß größer und die Dauer länger. Ich habe gerade nur so geguckt. Warum? Weil es gibt den GT3 RS Mantel-Kit, ja. Den sind die gerade am entwickeln. Der hat hinten, das Auto ist da gerade vorbeigefahren, der hat hinten auf der Heckscheibe quasi fängt das an und geht hinten bis zum Heckspoiler so eine ultra krasse Finne, die quasi rechten Luftstrom vom linken Luftstrom trennt, ja. Und somit das Auto noch cleaner macht. Das sieht so ultra scharf aus. Hatte der jetzt aber gerade nicht drauf. Mhm. Leider. So, Jupp. Tank ist leer. Drei Runden sind wir gefahren. Es war großartig. War schön. War geil. Du bist gar nicht geschwitzt, doch ein bisschen. Doch. Also ich bin mehr geschwitzt. Klatschnass bin ich. Ich bin komplett von oben. Ja, aber mein Rücken hat aber auch den Sitz nicht wirklich berührt, weil die. Weil Nein, war Hammer. Ja? Ohne Scheiß. Wie Achterbahn. Achterbahn durch die Eifel. Ist einfach, ja. Ganz ehrlich, ich fand dich ziemlich cool. Ah ja? Findest du? Ich hab schon geschwitzt. Wir haben halt. Ne? Das ist Pokerface. Das Problem ist, dass wir durch die Helme haben wir sehr, sehr wenig gehört. Außer dem Motor. Also ja, aber die Unterhaltung. Also brüllend laut. Unterhaltung Wahnsinn. War schwierig. Wir haben immer wieder kurz Gas rausgenommen, ein paar Sätze gewechselt und dann wieder Attacke. und ja, war einfach eine geile Runde. Wirklich. Oder geile Rundin. Also ich werde mich ja an dir rächen. Du kriegst es dreifach zurück. Er wird nämlich einen Flug machen mit unserem Haus- und Hofpiloten bei der Fortis, dem Marc Rolli. Einer der besten Piloten der Schweiz, hat das stärkste Turbinenflugzeug der Schweiz mit 700 PS. Nein. Und er wird mit dir eine Runde über die gesamte Schweiz fliegen. Vielleicht braucht er auch nur 7 Minuten, ich weiß es nicht. Aber wenn das zulässt, hat er gesagt, kannst du auch mal locker 5-6 G machen, wenn du Spaß hast. Genau. Ich bin noch nicht eingestiegen, weil ich nicht bescheuert bin. Ja gut, aber können wir da nicht zu zweit mitfliegen? Nee, ich steig da nicht. Er hat nur einen Platz. Der hat nur einen Platz. Blöd, gell? Okay. Aber er fragt dich jede Minute, wie es dir geht. Ich liebe ja Geschwindigkeit, ich genau. liebe Gehkräfte, ich liebe Kurven und ich liebe auch Fliegen. Deswegen freue ich mich da drauf. Ich weiß aber auch aus Grip-Zeiten, wir hatten einmal so ein Ding, da hat mich so ein wirklich, ich glaube, der war so 65 Jahre alt ungefähr. Ja, wirklich, der Uli. Der hat mir wirklich 8G gegeben. Boah, das Ding ist, nur die 8G habe ich nicht gemerkt, weil ich war ohnmächtig. Ja. Ich war wirklich weg. Und ich habe 3 Stunden gebraucht, bis ich wieder normal sein konnte, bis ich wieder normal gerade gehen konnte und bis ich wieder feste Nahrung zu mir nehmen konnte. Ja, glaube ich dir sofort. Deswegen freue ich mich auf der einen Seite auf die Nummer und auf der anderen Seite hasse ich dich jetzt schon. Ja, genau. Aber ich kann dir, sein Vertrauen, Marc, ist wirklich, er fragt dich jede Minute, wie es dir geht. Und er fragt dich genau, was er machen darf. Okay. Die Leute machen immer den gleichen Fehler, die sagen, ja, mach mal. Das darfst du nicht. Okay. Gut. Schön, dass du da warst. Hammer, Wahnsinn. Mein Lieber, unfassbar. Danke dir. Du bist aber schon am Boden mit dabei, dann in der Schweiz. Nee, ich bin leider nicht da an dem Tag. Ich bin leider beruflich nicht da, sonst wäre ich da. Ich okay, bin aber der Mann ist vertrauenswürdig. Der Mann ist absolut vertrauenswürdig, Andreas. Nee, ich glaube, der Pascal macht es. Ich bin da in Chicago. Okay, in Chicago. Keine Zeit. Sehr gut. Messe. Danke dir, Jupp. Alles klar. Vielen Dank fürs Zugucken, liebe Freunde. Schaut mal auf der Fortis-Seite vorbei. Abonniert mal den Kanal von Fortis auf YouTube. Jupp im Talk. Gibt es richtig, richtig schöne Fakten über die schönen Uhren. Los, bitte los. Danke fürs Zugucken. Schönen Abend, schönen Morgen, schöne Mittagspause, was auch immer ihr gerade macht. Danke. Ciao. Wir sind raus. Tschüss.